Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin, moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge mit einem Watchface für Wear OS und zwar dem Watchface AWF Pace Pro Watchface von Amulet Watchfaces. Aktuelle Version von 1.2.7 Android 6.0 oder höher ist erforderliche Betriebssystemversion und bei 129 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,9 von 5 Sternen. Und obwohl es mir persönlich zu simpel ist, ganz einfach gesagt, würde ich trotzdem auch 5 Sterne geben, weil es ist ein richtig hübsches Watchface. Es ist ein sportliches und batteriefreundliches Ziffernblatt mit einem schwarzen Hintergrund für Wear OS. So wird es beschrieben. Ihr habt zahlreiche verschiedene Farben. Ihr habt App-Shortcuts, ihr 12-24-Stunden-Anzeige und High Resolution. Kann man sich so ein bisschen anpassen. Mir persönlich reichen zwei Komplikationen könnt ihr einstellen. Reicht mir persönlich nicht. Ich bin kein beziehungsweise ich weiß, es gibt Tiles oder Widgets oder wie man das auch immer nennen möchte. Also bei Wear OS, wenn ihr dann nach links wischt, kommen ja diese anderen Bildschirme im Prinzip, wo ihr Infos draufpacken könnt. Mir persönlich reicht das nicht. Ich nutze das nicht so gern, sondern möchte halt möglichst viele Infos auf dem Watchface haben. Deswegen hat das AWF Pace Pro, wie gesagt, mir zu wenig Möglichkeiten anzuzeigen. Aber es sieht echt hübsch aus. Und wer auf diesen so einfacheren Look steht, der oder die sollte sich mal AWF Pace Pro auf jeden Fall ansehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.